Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Fimmeltech und habe euch wieder ein bisschen was mitgebracht, was ich eingekauft habe. Es ist gar nicht so wahnsinnig viel, aber ich war wieder bei Temu unterwegs und ja, habe ein paar Bastelsachen, ein paar anderen Kram und Sachen fürs Budgeting und ja, das zeige ich euch mal. Es ist wirklich nicht monster viel, weil ja, irgendwann läppert sich das, ne? Kann ich alles kaufen. So, ich habe aber das erste ist nichts Bastelkram, den ich fürs Budgeting, also tatsächlich etwas, ja, so kleidungstechnisch kann man sagen, für meine Schuhe auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir hier so kleine Axolotls bestellt, die man auf meine Crocs machen kann. Und ich finde die Idee einfach super, super, super cool. Meine Schuhe stehen sogar neben mir. Warum ich sie nicht anhabe, reden wir nicht darüber, okay? Wir reden einfach nicht darüber. Einfach vergessen. Schlimm. Und jetzt reden wir doch drüber. Ja, ich bin ein kleiner Dullikopf manchmal. So, ich finde die Teil. Auch der hier, ne? Oh, ist der nicht süß. Oh, ich bin verliebt. Ganz viele kleine Axolotls. Ich mag Axolotls. So, schnappen wir uns meinen überaus sauberen Schuh. Obwohl der ist. Ja, eigentlich ist der ganz schön sauber. Mann, Mann, Mann. So, wie macht man die denn da durch? Macht man die hier raus irgendwie? Dreht man die? Freunde, wie macht man das? Könnt ihr mir das erklären? Habt ihr einen Plan, wie das geht? Okay, so mache ich es kaputt. Das ist eine dumme Idee. Aber wie kriegen die da durch? Die passen da nicht durch. Doch! Gewalt ist eine Lösung. Ha! Bist du durch? Ich habe einen Axolotl auf dem Schuh. Oh, das ist cool. Mit ein bisschen Gewalt geht's. Los jetzt. Ich habe gesagt, mit ein bisschen Gewalt, nicht mit ganz viel. Boah, wenn die Finger müde sind von der Arbeit. Zu viel Massagen im Moment. So. Und den will ich da auch noch drauf haben. Ich muss gerade ein bisschen lachen, mein Freund hat mir gerade geschrieben, er kriegt ja sein neues Auto. Wir sind in der Probe gefahren ist, und ja, das Auto ist schon bestellt. Also er freut sich gerade wie ein kleines Kind, das ist voll schön. So, der kommt da noch drauf. Hauptsache er ist glücklich. Ach, aber das Auto ist auch toll. Ihr seht, ne? Ich, ja. Solche Glitz, vor allem, ich habe noch kein Thumbnail gemacht. Wird gleich witzig mit dem Schuh, ne? Ich sag's euch. Ja, aber sieht das nicht cool aus? Ich finde es super cool. So, den anderen mache ich dann später. Ja, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Axolotls bestellt einfach. Ja, musste sein. Und da gibt es so tolle Sachen. Ja, muss ich. So, Klamottentechnisch habe ich mir noch was bestellt. Spannend, ne? Sieht noch nicht aus. Ich glaube, das war ein Haartuch, Haarband. Ja, war's. Und ja, ich mag ja Halloween, ne? Deswegen konnte ich da nicht so ganz dran vorbei. Klar, ne? Ist nicht die Qualität, die man sonst hat. Also, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ist halt so. Ist halt so. So. Plastikmüll. Dann, fürs Budgeting habe ich mir was bestellt. Mmh, ihr seht, ist noch nicht ausgepackt. Okay, da ist mehr bei, als ich dachte. Weil, actually, weil ich den ganzen Kram hier dabei ist, glaube ich nicht. Das nicht unbedingt. Ja, das sind so Taschen, wo man Geld reinmachen kann und aufschreiben kann, was man da so reingemacht hat, ne? So Geldumschläge, ja, schlecht ist das jetzt nicht. Wirklich brauchen tue ich es jetzt aber auch nicht. So, dann aber tatsächlich einen Binder, den man verschließen kann. Und das war vor allem meiner besseren Hälfte sehr wichtig, weil der mit dem Binder nicht unbedingt draußen rumrennen will. So. Und deswegen wollte er unbedingt, dass wir das so machen, dass man den zumachen kann und dann, ja, dann muss ich doch ein bisschen sauber machen, überall ein bisschen nehmen kann. Nicht, dass man hier auch noch einzelne Sachen reinpacken kann, was natürlich cool ist, weil man das auch noch selber als Portemonnaie benutzen kann. Wichtig ist,
dass hier die beiden Taschen reinpassen. Und zwar so eine. Und das passen sie ziemlich genau. Und damit ist das Wichtigste geschafft. Die passen auch. Ja, aber dafür ist er gedacht. Und man kann den rein theoretisch auch ans Handgelenk machen, wenn man... Hallo? Klemmst ein bisschen, okay. Nicht mein Tag heute. So, ne? Und dann kann man das mitschleppen. Ist manchmal cooler als die andere. Der andere Beiner ist gerade in meiner Arbeitstasche. Von daher, ja, das musste mit. Also das brauchte ich unbedingt. Das war der Hauptgrund für die zweite Bestellung. Sonst hätte ich, glaube ich, aktuell gar nicht unbedingt ein zweites Mal bestellt. Aber ja, das gehört quasi zusammen dazu. Weil er natürlich dann auch nicht mit Beinertaschen, obwohl ich zeige euch erstmal die Beinertaschen, die ich mir nochmal bestellt habe für die Spiele. Das sind diese hier. Ich hoffe, die stinken nicht wie beim letzten Mal. Bitte, bitte stinken nicht wie beim letzten Mal. Nicht ganz so doll auf jeden Fall, nicht so fischig. So, ja, diese hier, die möchte er natürlich nicht unbedingt hier drin haben, wie eben den da, weil da sieht man ja alles durch. Ne? Das findet er nicht so cool. Damit rennt er nicht so gerne zur Kasse. Und weil ich das total nachvollziehen kann, ich diese aber für meine Sparspiele gerne nehme, deswegen habe ich sie auch nochmal bestellt, habe ich die auch nochmal in Schwarz bestellt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die genau so groß sind. Da will ich ja nicht, ne? Das weiß ich ja nicht. So, nee, sind sie nämlich nicht. Ich habe davon ein paar mehr bestellt, ne? Also nicht so unendlich viele. Vier Packungen. Vier Packungen A4. Fünf. Vier Packungen A5. Ja, ne? Aber das ist, wenn du bei Temu bestellst, dann kriegst du halt nicht perfekte Ware. Dann kriegst du halt nicht perfekte Ware. So, jetzt können wir aber trotzdem testen, weil wir können ja mal umlagern, ne? Wir lagern einfach mal um. Wir machen den hier erstmal richtig auf und ihr seht, von der einen Seite ist er durchsichtig, aber da würde ja das Ding hinkommen. Passt du da rein? Ist so die große Frage. Aber haargenau. Ja, und damit ist doch eigentlich gewonnen. Damit ist doch eigentlich alles erledigt. So, und dann kommt das Geld da rein. Ja, Kleingeld. Und man sieht es nicht. Und genau das wollte er, dass man das eben nicht sieht, wenn man durch die Gegend damit läuft. Finde ich total cool. Also ich mag seine Idee, was das angeht. Und ja, man sieht auch, ne, die sind auch alle ein bisschen kleiner. Da muss man dann immer gucken, welche man für welche Sparspiele nimmt. Aber ja, das war die Alternative in Schwarz. Und wie gesagt, das Ganze ist dann ein paar Mal öfter. Und zusätzlich, weil er immer noch nicht gerne mit dem Bein rumrennt und wir auch eine andere Alternative testen wollen, diese andere Alternative in Euro 15 und Euro 90 maximal gekostet hat, habe ich auch noch, Entschuldigung fürs Geknister, kleine Geldtaschen fürs Portemonnaie mitbestellt. Ja, die sind jetzt wirklich dünner als ich. Ich dachte, die wären dicker und die sind nur oben zu öffnen. Okay, das ist dann natürlich eher ungeil. Also die werden wir nicht dafür nehmen, das kann ich schon mal sagen. Ich dachte, die wären seitlich zu öffnen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob deutsche Scheine da überhaupt reinpassen. Ne? Das ist so die andere Sache. Ich glaube fast, dass ich diese Dinge hier für was anderes benutzen werde. Ein Fünfer passt wahrscheinlich noch rein. Ein Fuffi glaube ich nicht. Ah doch, der wird da auch reinpassen. Ja, dann würde ich es ihm nämlich so mitgeben, wenn er einkaufen geht. Und dann weiß er ganz genau, da gehört es wieder rein. Aber I'm not sure about that. Weil ich dachte, die wären von oben zu öffnen. Das sind sie leider nicht. Da muss ich mal mit ihm sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann eher zum Basteln benutze oder um kleine Geschenke oder sowas einzupacken. So, wichtige Frage. Ja, Fuffi passt genau rein. Aber es ist halt unhandlich, ne? Wenn man es von unten öffnen muss. Sehr, sehr unheimlich. Ja, da habe ich mir was anderes vorgestellt. Ich bin wahrscheinlich selbst schuld. Ich habe mir wahrscheinlich wieder nicht richtig gelesen, aber auch dann, es waren nur ein paar Euronen. Beziehungsweise nur zwei maximal. Ja, das war ein Satz mit X.
aber auch nicht so schlimm. Und der Rest ist Stanzen. Und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Nee, gar nicht. Da sind noch zwei Embossing-Foil dabei für Weihnachten. Und zwar einmal dieser hier. Den fand ich ganz schön. Packen wir auch direkt mal aus. Plastikmüll kommt gleich komplett weg. Ach ja, ja. So. Ja, bisher haben immer alle Embossing-Folder funktioniert. Von daher mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken. Und als zweiten noch den hier. Man kann nie genug Embossing-Folder haben. Ja. Plastikmüll. So. Das ist dann der zweite. Genau. Dann wurden es wirklich ein paar Stanzen. Ich zeige euch wieder die Bilder. Das ist eine kleine Verpackung, die man daraus basteln kann. Die fand ich super süß. Die musste mit. Ja. Wie gesagt, Bild seht ihr dann. Und jo. Die waren halt, wenn die so unschlagbar günstig sind, ne, da komme ich ja nicht dran vorbei. Ich komme einmal nicht dran vorbei. Dann nochmal was Weihnachtliches. Und zwar hier diese ganz kleinen. Da hatte ich noch so überlegt. Das sind so kleine Kügelchen. Ne, ich glaube, die sind zu groß dafür. Ne? Ja, aber so oben drüber ist jetzt gar nicht so dumm. Ne? Dann sieht man unten nur das. Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, das kann man ganz gut machen. Ja, so für Weihnachten hatte ich mir das gedacht, würde das vielleicht ganz gut funktionieren. Mal gucken, was ich daraus so zauber. Dann habe ich mir ein kleines Kind, Junge oder Mädchen, ist ja egal, mitbestellt, was auf dem Kissen liegt. Da ist noch ein kleiner Controller bei. Das sieht aus wie so eine Popcorn-Tasche, ein Getränk. Ja, fand ich auch ganz süß. Musst du unbedingt mit. Die müssen immer alle unbedingt mit. Aber ich hasse das, wenn die diese Stäbe haben und man die nicht richtig abkriegt. Ich brauche Schmirgelpapier. So, dann, ne, kennt ihr mich? Da konnte ich ja nicht dran vorbei, ne? Meine Heimatliebe, meine Wasser- und nordischen Wurzeln, die müssen damit bei sein. Jo, dann bin ich ja dabei, das Album zu basteln für meine kleine Nichte. Und da sind auch manchmal so Sachen bei, wo sie dann in ihrer eigenen kleinen Küche steht. Und ja, dann hier so ein kleines Bäckerei-Ding. Das fand ich so süß. Das musste auf jeden Fall mit. Da bin ich nicht so ganz dran vorbeigekommen. Links seht ihr alle unten, wenn ich die Sachen noch finde, ne, wenn es sie noch gibt. Die Bestellung hier, also die Stanzen, die ist jetzt schon ein paar Tage hier angekommen, sind gerade die Budget-Sachen. So, ja, und Halloween, ne? Ich mag ja Halloween und hier ist eine Fledermaus bei und damit hat das Set auch schon gewonnen. Ja, ich habe nicht so viele Halloween-Sets dieses Jahr gekauft, weil, ja, in Deutschland ist Halloween ja nicht so viel, aber so ein bisschen was ganz ohne kann ich dann doch nicht und deswegen musste das auch mit. Jo, leider war das dann auch schon das Letzte und ja, ist wie gesagt gar nicht so unbedingt viel. Ein bisschen was ist geworden, ne? Aber nicht unendlich viel. Muss es ja auch nicht. So, und wir schauen dann einfach mal, was wir da alles so Schönes draus zaubern können. Die Budget-Sachen, oh, ich habe noch was, gefunden. Ich habe mir noch mal Magnetfolie bestellt. Um meine ganzen Stanzen, die mittlerweile teilweise einzeln rumfliegen, weil ich einfach zu viele habe, nochmal zu sortieren. Ne? Die ist ein bisschen dicker als die vom letzten Mal, aber auch nur bedingt. Ja, damit die wunderschönen Schätze hier eben dran kleben kann. Und nicht überall in meiner Schublade rumfliegen. Genau, die habe ich auch nochmal bestellt. Auch auf TU natürlich. Das heißt natürlich, ich habe auch schon mal welche bei Kreativ Bund bestellt. Aber ja. So. Die, wie gesagt, die Budget-Sachen. Wenn ihr die im Einsatz sehen wollt, dann müsst ihr auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Da werden die verwendet. Das ist Timmels Planner World. Da findet ihr alles, was mit dem Budgeting zu tun hat. Und ja,
Budgeting planen. Mein Happy Planner seht ihr da, wie er jede Woche verwendet wird, wie mein Tag jede Woche aussieht. Das ist alles so auf dem Kanal zu finden. Und alles, was mit Basteln zu tun hat, findet ihr hier auf dem Kanal. Wie gesagt, wenn ihr mal vorbeischauen möchtet, dann tut das doch gerne. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, wie ihr wollt. Keine Verpflichtung. Hauptsache, es macht euch Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ja, ihr wackelt wieder, ich weiß. Ich habe mich schon wieder am Tisch angelehnt. Ich bin auch selbst schuld. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte, wäre nett. Würde mich freuen. Wenn es euch öfter gefällt, dann lasst doch vielleicht auch ein Abo da. Also, würde mir helfen. Würde mir Spaß machen. Wäre cool. Und ja, von der 1000 sind wir leider noch weit weg. Wenn wir bei der 1000 angekommen sind, dann gibt es vielleicht auch mal irgendwann eine Verlosung. Aber unter der, ja, nee. Nee, geht noch nicht. Braucht noch ein bisschen Zeit dafür. Freunde, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bye, bye.